Hi Freunde, ich bin's Mike. Willkommen zu einem neuen Riff der Woche. Diese Woche von mir das versprochene Iron Maiden Riff. Zum Ende des Videos spiele ich nochmal alle Teile ein, in halber Geschwindigkeit und natürlich mit mitlaufender Tabulatur. Ich wünsche dir viel Spaß, wir gehen jetzt rein in die Aufnahme. Lass gerne einen Daumen nach oben da, über ein Abo würde ich mich mega freuen. Los geht's, viel Spaß mit Iron Maiden. So Freunde, Riff Nummer 1 ist hier ganz klassisch in den sogenannten Galopprhythmus aufgeschrieben. Und Iron Maiden spielt das ja dauerhaft. Galopprhythmus ist und bleibt eines mit der genialsten Rhythmen im Metal. Und viele haben ein großes Defizit mit diesem Rhythmus. Und das liegt ganz einfach daran, weil sie zwei Faktoren wahrscheinlich nicht beachten. Erstens mal der Anschlag. Der ist immer identisch. Da ändert sich nichts. Wir haben immer down, down, up. Das ist der Anschlag. Und jetzt ist es so, dass wir das rhythmisch natürlich auch irgendwo zählen müssen. Und hier ist es so, dass wir auf der C-Zeit 1 den Anschlag haben. Und auf der C-Zeit und wird nochmal down und up gleichzeitig angeschlagen. Das heißt, one and oder eins und zwei und drei und. Ne? Ich zähle das halt, wie gesagt, lieber gerne im Englischen. Da klingt es nicht so, ja, ich sag jetzt mal so steif, ne? Sondern sehr musikalisch. One and two. Man hat auch viel mehr Bezug zu den einzelnen Tönen oder zu dem eigentlichen Rhythmus, der hier gefragt ist. Das bleibt natürlich dir überlassen. Aber wie gesagt, das sind die zwei wichtigsten Fehlerfaktoren, die wir haben. Und beides habe ich dir aufgeschrieben, den Anschlag, sowohl als auch die Zählzeit. So, und was haben wir hier? Wir spielen den A-Power-Chord an. Und dann gehen wir sofort in die gedämpfte Variante. Ne? Ne? Also one and two and the three and the... Und jetzt ist es ganz interessant, weil jetzt haben wir auf der Zählzeit 4 eine 16. Note. Und leicht dahinter eine punktierte Achtelnote. Lasst euch von den Notenwerten nicht verunsichern. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass der leere Ton auf dem Ton A, auf der A-Seite, nachdem der angeschlagen wird, geht ihr sofort in den Powerchord. Der wird mit einem Upstroke angespielt. Und der wird länger gehalten bis zur nächsten Zielzeit, wenn der Beat wieder auf der 1 beginnt. Rhythmisch, aufgepasst. One and the two and the three and the four and one and the two and the three and the four and hier das gleiche Spiel. Das zieht sich jetzt nochmal durch und dann kommen wir in den sogenannten Lauf hinein. Und zwar ist das die sogenannte phrygisch dominante Tonleiter, die wir haben. So, was haben wir hier? Zwei Achtelnoten auf der C-Zeit 1 und auf der C-Zeit 2. Auf der C-Zeit 3 haben wir auch eine Achtel und dann kommen wir, eigentlich ist es jetzt folgendermaßen. Du siehst ja diese triolische Struktur, diese 16. Triole. Die wird aber einmal auf der C-Zeit 3 und angespielt und einmal auf der C-Zeit 4 und anschließend auf der C-Zeit 4 und kommt dann der Ton hier. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ich spiele das mal ganz langsam vor und zähle es vor. Das heißt, 1 und 2 und 3 und 4 und... Nochmal ganz langsam. 1 und 2 und 3 und 4 und dann geht das Ding von vorne los. So, das ist eigentlich Riff Nummer 1. Wie gesagt, zum Ende des Videos spiele ich das ganze Ding nochmal in halber Geschwindigkeit mit mitlaufenden Tabulaturen für dich mit. Dann hast du nochmal eine bessere Übersicht. So, jetzt geht's weiter zu Riff Nummer 2. So, und da sind wir auch im nächsten Abschnitt angekommen. Und was Iron Maiden hier gemacht hat, ist das, was sie grundsätzlich immer gemacht haben. Und zwar wechseln sie von einer Tonart in die nächste Tonart. Sie haben jetzt das tonale Zentrum von A, wir waren ja eben in A-phrygisch bzw. A-phrygisch dominant, auf die Quinte verlegt, und zwar ist das der Ton E. Und jetzt haben wir die Tonart E-phrygisch dominant. Das ist das, was jetzt gerade passiert ist und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, wie du das spielst. Da gibt es auch noch eine kleine Alternative, wenn du das alleine spielen willst. Wir gehen rein und dann wünsche ich dir viel Spaß. Und was wir jetzt machen ist, wir spielen hier einmal Oktavtöne. Das heißt, wir gehen hier in den E-Power-Chord rein, auf den siebten Bund der A-Seite. Da ist unser E und dann nehmen wir im neunten Bund mit dem Kleinfinger, mache ich das. Würde ich auch euch raten, mit dem Kleinfinger zu machen. Wenn es gar nicht geht, kannst du es natürlich auch mit dem Ringfinger machen. Und jetzt ist es so, wir spielen jetzt hier klassisch die E-phrygisch dominante Tonleiter. Aber nicht aufwärts, sondern verschoben. Das bedeutet, wir fangen auf dem Grundton E an. Jetzt gehen wir hoch ins C, das ist die sechste. Jetzt geht es zurück ins Gis, das ist die Dur-Terz. Hoch ins A und wieder zurück. Und dann ins F. Wir haben auf der C-Zeit 1 den Power-Chord. Der klingt jetzt bis
in die C-Zeit 4. Und auf der C-Zeit 4 sliden wir hoch ins C. Also 1, 2, 3, 4. So, und jetzt sind wir, kommen wir in den nächsten Takt hinein. Da sliden wir runter hier auf, die, auf das GIS. Siehst du es ja an den Noten, ne? Das ist einmal 11 und 13. Und hier haben wir eine Achtelnote, das heißt 1 und sliden sofort einen Halbton hoch. 1 und dann wieder zurück. 2, der wird auch wieder gehalten. Und dann auf der C-Zeit 4 geht es in das F hinein hier. 8 und 10. Und dann geht das ganze Ding von vorne los. Und da spielst du insgesamt dreimal. Ganz langsam. 1, 2, 3, 4. 1 und 2, 3, 4, 1. Geht das Ding von vorne los. Wie gesagt, wenn dir das zu schwer fällt, kannst du Folgendes machen. Du kannst die einzelnen Töne der Tonleiter, die ich ja eben vorgestellt habe, auch versetzt spielen. Du könntest jetzt theoretisch sagen, okay, ich möchte das eine Oktave tiefer spielen zum Beispiel. Ne? Also dann wäre das natürlich vom Grundton aus. Dann spielst du den Grundton an. 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3, 4, 1. Du spielst einfach das tonale Zentrum aus. Oder du sagst dir, okay, nee, ich möchte schon diese hohe Oktavton haben, diesen hohen Oktavton haben, dann spielst du das hier unten auf der 9. Ne? Dann hast du 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2, 3, 4, 1. Und da sind wir auch am Ende. Ich wünsche dir nach wie vor viel Spaß beim Üben und lass gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Schreib mal in die Kommentare, ob dir das Tutorial gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Mike. Und wie gesagt, die Videos verlinke ich dir jetzt nochmal hier zu den beiden Tonleitern, phrygisch und phrygisch-dominant. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben.